Haben wir übrigens irgendjemandem hier Somnigravis tiefer Schlaf beigebracht? Ist das möglich? Moment mal, ich muss mal kurz in die Zaubersprüche gucken, ob irgendjemand hier Somnigravis tiefer Schlaf hat. Plumbumbarum, Bambambarum. Kann er Somnigravis tiefer Schlaf? Also, falls wir nicht nachher noch jemanden finden irgendwo, der Somnigravis kann, dann müssen wir unbedingt nochmal zu Saphira. Ach, wir müssen sowieso zu Saphira. Weil, wisst ihr was, wir müssen ja noch die Queste abgeben, dass wir das Gemüse abgegeben haben. Und da können wir ja mal gucken, ob die Somnigravis tiefer Schlaf als Zauber im Angebot hat. Weil ich gerade an den Rattenkeller denke. Und ja, wie gesagt, also ein Let's Player-Kollege und guter Freund hat das gespoilert, was da nochmal passiert im Detail und wie man damit umgeht, was da passiert, halt im Endeffekt. Wollen wir nochmal gucken, ob wir die Bannstrahler nochmal kriegen? Wollen wir das wirklich machen? Och, ich denke, die XP können wir gebrauchen, ne? Machen wir einfach mal. Aber wir sollten die Truppe zusammenholen, denn auseinandergezogen, na gut, die zwei Bannstrahler werden uns jetzt nicht, pass auf, vielleicht sind da fünf oder so. Aber die Frosch, also die Krötenpopulation hier ist nicht mehr so hoch wie noch vor einiger Zeit, nicht wahr? Hier, sammelt euch da mal bitte. So, und dann... 3. Okay, also diesmal sind es 3 und eine Kröte gegen sie. Wie unfucking fair, ne? So. Hau dem mal eine auf den Hintern und dann gib ihm mal eine Schnetzelwurst. Was? Und, ja, Schnetzelwurst. Was denkst du denn? So. Und einen Corpo Frigo und noch ein Corpo Frigo und noch ein Corpo Frigo und einen Flammenstrahl. Ich denke mal, mit den Flammenstrahlen sind sie gut bedient. Ich meine, so krass sind die jetzt nicht. Pass auf, die machen uns gleich fertig. Weil ich hier so ein großes Maul habe. Alle mal hergehört. Standard. So, einmal das. Einmal das. Du sollst. Die sagt ja gar nichts. Folgt mir. Nein, besser nicht. Zeritus, Zeritus. Astus. Das tut weh. So, dann gib ihm. Die arme Kröte, ey. Ach, guck mal, der ist da mit Armbrüsten am Rumeiern. Also einer ist schon hinüber. Zwei sind hinüber. Ach nee. Einer ist hinüber. Och, die Kröten helfen ganz gut mit. Jo, also die Kröten sind super. Krötomanus, ist die Kröte hier tot? Nö, ein Glück. Das hätte ich denen niemals verziehen, den Bannstrahlern, wenn sie die arme Kröte getötet hätten. Ah, da ist noch ein Heiltrank. Also ihr seht, die Bannstrahler auszunehmen hat auch seine anderen Vorteile. Nicht nur XP, sondern also Abenteurerpunkte, AP, sondern auch, oh hey, ne? Froschschenkel, nein, 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 nein. Der Nase nach. Warum? Komm mal her. Rulana. Rulana, Rulana, Rulana. Wo ist denn der andere Bannstrahler geblieben? Er hat tatsächlich die arme Kröte getötet. Ah, hier, mach mal. Aber die respawnen, glaube ich, auch immer wieder. Ist das ein komisches Wasser da? Fehlschlag? Rulana. Das werde ich dir nicht verzeihen. So, da liegt der Bannstrahler rum. So schöne viele Sachen hier und Geld und so und hast du nicht gesehen? Weißt du was, das machen wir noch ein paar Mal, dann sind wir reich. So, Truppe sammeln und auf zu Saphira, der Hexe. Ja, ist ein bisschen hin und her, aber das ist ja immer so in RPGs, ne? Also, wer Oldschool-RPGs kennt, so hier ist Tanzplatz Saphira, Tanzplatz Hexenbaum. Wir können leider nicht zu Saphira, weil die ist am Tanzplatz, am Hexentanzplatz. Und wenn wir da hingehen, wird der eine Bosskampf getriggert.
Ich weiß schon bereits, gegen wen wir kämpfen müssen. Der Mann ist nicht ohne. Es wird für den einen oder anderen verwunderlich sein, wer hinter dem ganzen Gebamsel hier steckt. Also, es ist nicht so, also es ist sowieso, dieses Spiel, so plump es manchmal erscheinen mag, ich muss noch mal kurz gucken, Saphira, ach nee, da ist Saphira. Wir gehen jetzt noch mal so zu Saphira. Okay, alles klar. Kommando zurück, wir können zu Saphira. Ihr seht also, ich bin nicht 100% über alles informiert. Ich dachte jetzt, Saphira würde uns oben am Hexentanzplatz erwarten. Wir wollen ja Saphira noch die gute Kunde bringen, dass ja, der Graf von Ferdok bei seinem Besuch hier eine Psilocybin-Erfahrung machen wird. Ja, ist ja nun auch nicht so schlimm, es sei denn, du hast eine psychische Vorschädigung, dann können Psylos schon einigermaßen übel sein. Weshalb man auch Psylos nicht unbedingt dann Leuten geben soll, die nicht drauf gefasst sind. Das ist wie mit allen bewusstseinsverändernden Drogen. Ja, zumal man ja auch nicht weiß, in welchem Zusammenhang Leute das nehmen. Und dann unter Umständen steigen sie noch schnell ins Auto. Also jetzt hier nicht unbedingt im RPG. Ne? Nein, also ist keine gute Idee, allgemein Menschen Drogen einzuflößen ohne ihr Wissen. Das ist eine ganz böse Angelegenheit. Nicht machen, ist nicht witzig, ist in keinster Weise lustig. Ich habe das selber mal gehabt, dass mir Menschen in Berlin etwas ins Getränk getan haben. Und die meinten das witzig und gut, und aber ich fand es nicht so witzig, weil es halt komisch wirkte dann auch. So. Wollen wir mal versuchen, ein bisschen Alchemie zu machen? Gullmundtee, ja, können wir doch mal ein paar machen. Ja, machen wir. Leider levelt das nicht. Sonst normalerweise, also zum Beispiel in Morrowind, ist es ja so, dass du, wenn du etwas anwendest, irgendeinen Skill, ich muss noch was trinken, dass dann halt auch du deine Fähigkeit levelst. Das ist hier leider nicht. Saphira hat echt einen bösen Husten für eine Kräuterfrau, ne? Satuaria, schütze dich. Alter, so eine Stimme habe ich nicht mal, wenn ich 10 Stunden Let's Play aufnehme. So. Ich hab dem Koch das Gewürz gebracht. Ha, das wird den Bewohnern des Gutshofes eine Lehre sein, ihre Hexen in Zukunft mit etwas mehr Respekt zu behandeln. Hat er gesagt, wann er das Festmahl zubereiten will? Der Baron kommt wohl in einigen Tagen hier vorbei. Die Gewürze sind für das Festmahl bestimmt. So, das ist ja besser, als ich dachte. Danke, Georg von Alion. Du hast eine alte Kräuterhexe sehr glücklich gemacht. So, und jetzt aber trinkst du dir einen schönen Tee mit Salbei oder zumindest mit Ingwer und so weiter und so. Wie sie zuerst lacht und dann immer schmoll. Geil. Ich habe dir eine Belohnung versprochen und die sollst du bekommen. Mit dieser Sichel lassen sich auch die zartesten Kräuter ernten, ohne sie dabei zu zerstören. Wie war das nochmal? Ach so, ich krieg eine Sichel. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ich würde gerne etwas wissen. Kennt euch mit Kräutern des Waldes aus? Ja, das kenne ich schon. Bitte teilt euer Wissen mit mir. Ich will mal sehen, ob es hier ein Somnigraves tiefer Schlaf gibt. Nein, sie ist nicht dieser Zauberkunst mächtig. Kein Somnigraves tiefer Schlaf. Okay, dann ist sie wohl nicht die richtige Hexe. Dann müssen wir nachher nochmal. Warte mal, das müsste eigentlich eine Eigenschaft einer Jägerin sein. Wir sollten sowieso alle Hexen hier nochmal aufsuchen und versuchen von ihnen zu lernen, weil das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Ich hoffe, ich habe jetzt mit Saphira alles besprochen. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal zurückzulaufen. Zumal ich mir von ihr nicht diese fiese Erkältung holen will. Ansonsten kann ich wieder mehrere Tage nicht aufnehmen. Was? So, wir retten jetzt mal den Hexenbaum, der da noch ist. Hoffentlich. Denn wenn wir den retten, können wir vielleicht noch mit der, wie heißt die nochmal vorne, die Schweinehirtin, vielleicht mit der noch einen Deal machen. Die könnte zum Beispiel auch den Zauber Sonnengraves tiefer Schlaf oder so haben oder besänftigen. Ich glaube, besänftigen haben nur Elfen, keine Ahnung. Ich will nicht. Ihr erinnert euch noch an Sanyasala Faselbla, ne?
Ich will diese Elfe nicht irgendwo dabei haben. Die nervt. Ich weiß, der eine oder andere von euch wird sie mögen und wird sagen, wie kannst du nur... Nee, zur Burg wollen wir jetzt nicht. Das bringt ja nichts, ne? Da kommen wir ja nicht rein. Was haben wir denn hier? Bär. Ach so, die Bären sind feindselig. Ach du schöne Größengrasen. Ist der feindselig, der Bär? Ja, sieht so aus, ne? Ja. Okay, erstmal die Quanten hier weg, damit die nicht hier durch die Gegend tapern. Und dann gib ihn Georg. Mach mal hier den Corpo Frigo. War hier nicht auch noch ein Bär? Warte mal. Wir geben den erstmal ordentlich Corpo Frigo. Nein, du nicht. Meint ihr? Er hier. Ich glaube nicht, dass man Bären umschubsen kann, aber bei Angroschbart. Wir könnten es ja mal versuchen. Ja. Bären schubsen. Coole Sache. Wir machen heute mal eine lustige Bärenschubse. Ich glaube, ich habe mal wieder daneben geklickt. Also irgendwie muss ich das Mauspad wirklich mit austauschen. Ich nehme die Sache in die Hand. Warum willst du schon wieder was in die Hand nehmen? Das ist nicht gut für dich. Deceptio. Ja, komm. Lass erstmal diesen Bären dahin meucheln. Hier müssten noch mehr sein. Ach, da kommen die anderen auch. So, jetzt Georg, mach mal hier diesen Bären schön kalt. Bären kalt. Kalt machen mit dem Corpo Frigo ist natürlich folgt super. Mir. So, und ja, Arquartus. Mach du mal diesen Bären Candidus. Kalt. Ein Zwerg, ein Wort. Und du Ardo. Haust auf den. Alle mal hergehört. Ja, das ist jetzt ganz doof im Nahkampf mit dem Bogen, aber was soll's. Das schaffen wir auch schon irgendwie. Mach mal Corpo Frigo. Ach so, nö, der haut auch schon ab. So. Ja, ach, das wird schon irgendwie. Oh, 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 oh. Ich versuche mein Bestes. Halt, stopp. So. Gib ihm mal einen Fulminictus Donnerkeil noch auf die Rübe und ich nehme die Sache in die Hand. Ja, du kannst den hier mal erschießen. Zeritus. Nein, das Zeritus. Bist nicht du, das ist ein Bär. So. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Aufnahmezeit wir jetzt haben ohne die verfrunzten Ladebildschirme, weil also ich kann mir gut vorstellen, dass die gemeinsam irgendwie 5 Minuten oder so haben. Gute Entscheidung. Das glaube ich auch, dass es eine gute Entscheidung ist, dass du in den Tieren rumwühlst, weil du bist dafür qualifiziert. Fräulein Rulana, bitte in den OP. Oh, du hast doch schön was rausgeholt aus dem Bären. Hast ihm sogar die Zähne ausgerissen und das Fell abgezogen. Okay, guck mal da, hier Bärenzähne. Warum nur 2? Ich meine, da geht mehr raus. In Ordnung. Schlag ihnen die Zähne raus. Den Bärenschweinen. Mannbärschwein. So. Ja, nicht drauf achten. Es ist nur ein alter Mann, der Blödsinn redet. So, wir machen mal hier den Waldförster. Oberförster, Dingsbums, wie Gronkh sagen würde. Wir müssten eigentlich noch ein paar Ronkhwehrs irgendwo rumtreiben sich. Ich bin mir da ziemlich sicher. Wie ich in England immer sage, more sure than pretty. Aber noch sehe ich auf der Fernkarte keine roten Pünktchen. Da sehe ich einen. Was ist das? Wolf. Ja, Hauptsache die Wölfe treiben sich nicht in der Nähe vom Hexenbaum rum und stören unsere Operation, diesen zu retten. Das wäre echt wunderschön. Oh, Kacke. Oh, Entschuldigung. Guckt euch mal an, wie viele Wölfe hier sind. Ja, das wird lustig. Mit Sicherheit. So, gut, dann ein Corpo Frigo auf ihn, ein Corpo Frigo auf ihn, ein Corpo Frigo auf ihn und ihn, soweit es irgendwie geht. Und da können wir auch nochmal friggen und dann Pfeil auf den, Pfeil auf den, Pfeil auf ihn. Ich glaube, 3 gehen und danach ist Feierabend. Aufgepasst. Er geht nach vorne.
Und gibt diesem Wolf mal ordentlich Hölle. Kann mir einer sagen, ob das Umwerfen auch bei Alles Tieren klar. funktioniert? Ich habe irgendwie den Verdacht, dass das nicht funktioniert hat. Arquartus. Mache es deswegen nicht. Phorax. Ja, das kannst du alles nennen, wie du willst, mein kleines Kleideschen. Das finde ich auch sehr schön, wenn du da deine süßen kleinen Worte für hast. Aber Arquartus. Mach bitte. So. Und Vorgrim, hau rein, Kollege. Ja, die grimmen alle ziemlich vor. Oh. So, einer ist schon hinüber. Boah, Alter. Aufgepasst. Warum macht eigentlich Vorgrim nie die Wuchtschläge, die ich ihm befehle? So. Fräulein Kladdes hat schon wieder nichts zu tun. Das wollen wir gleich mal beheben. Die hat nämlich ordentlich Mana und deswegen wäre es dumm, dieses nicht einzusetzen. Halt, stopp. Warum hat der denn schon wieder keine Lust, auf Wölfe zu schlagen? Ja, bei deiner Axt kannst du das auch gerne mal machen. Jo, und um mir fallen. Also der braucht ihm nur einmal eines zu verplätten und schon... Oh, keine Munition. Rulana, was ist los mit dir? Nee, die Tenobals-Pfeile, die geben wir mal lieber nicht her. Hat dann hier noch irgendjemand ein paar Pfeile rumfliegen? Ich nehme die Sache in die Hand. Tenobals-Pfeile, nein, auf gar keinen Fall. Sie hatte doch noch... Ah ja, guck mal hier, der 20 Pfeile. Die kann sich doch Rulana schnappen. Und in ihren Köcher schmeißen. Und dann geht das los für wieder. Die Königin. Für ja, das auch. Da. Melde gehorsamst das ja. So, jetzt aber. Mach mal. So, Rulana. Gute Entscheidung. Rulana, ich habe was für dich zu tun. Guck mal hier. Da. Mhm. Schön was zum drin rumgrabbeln. Das machst du doch so gerne. Das hört sich immer so... Da kannst du immer wieder sagen, es hört sich so gar nicht lecker an. Das hätte man auch weglassen können. Ja, ich finde, Drakensang ist irgendwie ein richtig weird Game. Auf der einen Seite ist es ja niedlich und hat irgendwie ja wirklich niedliche Seiten, aber auf der anderen Seite ist es manchmal auch sowas von finster und fies. Und die Story hat wirklich einige fette Wendungen drin. Und macht euch noch auf was gefasst. Also, ich habe schon einige RPGs gespielt. Zum Beispiel Summoner. Oh, Summoner war geil. Ich hoffe, dass Summoner noch irgendwie heutzutage zum Laufen zu kriegen ist. Ich werde mal bei GOG, bei Good Old Games gucken, ob wir dort vielleicht eine Version von Summoner finden, die unter heutigen Betriebssystemen läuft. Es wäre ja so geil. Summoner ist so das absolute... Also das hat mich wirklich fasziniert. Und dann gab es noch Outcast, glaube ich, hieß das Game. War sehr abgefahren. Oh, 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 oh. Schnell, liebe Freunde. Wir müssen dieses Ding da unterbinden. So. Jetzt aber. Ich versuche mein Bestes. Vorgrim, du grimmst mal vor und haust dem hier mal ordentlich aufs Maul. Der hat nämlich, das ist nämlich wieder so einer mit der. Warte mal. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ist das. Ja. So. Bei meiner Axt. Ja, in meinem Übereifer habe ich mal eben die falsche Taste gedrückt. Und du machst Amazone das nicht. Amazone voraus. Ja, das könntest du machen. Ja, dem auch nochmal. Ich glaube, das ist der Obermotz. Den müssen wir hinüberkriegen über den Jordan. Ne, hier, der kann auch nochmal was kriegen. Und dann unsere Zauberer. Ich würde sagen, Georg verpasst sich erstmal einen Schutzzauber, denn diese Bannstrahler, die hier beim... Bei den Hexenbäumen rumhängen sind nicht ohne. Gib denen mal allen einen ordentlichen Frigo. Und du, sie braucht eigentlich auch so einen Schildzauber. Das wäre eigentlich auch ganz geil. Aber ich weiß nicht, wo sie den lernen kann. Also wir müssen gut darauf achten, dass wir überall die Händler so gut wie möglich ausnutzen. Also nicht ausnutzen, sondern nutzen. Ausnutzen hört sich immer so schlecht an. Ja, oh, das ist wieder der, das ist der Obermotz. Oh Mann, warum geht denn Kladdes nach vorne?
Vorgrim hat sich umhauen lassen. Na, das ist ja toll. Nicht. Thank you.